Hallo, 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 hier ist wieder ein Shoki Banoki Reaction Video. Daniel und Sashi hier am Start. Wir gucken uns heute ein Julian Bam Video an. Julian Bam. Julian Bam, Halloween asozial. Ne? Wir haben ja jetzt, bei mir ist ja in meiner Welt ist schon Halloween zu Ende seit ein paar Tagen. Bei mir hat das gar nicht angefangen, weil die Scheiße kotzt mich dermaßen an. Rotz, wenn die Kinder kommen, weil ich gebe denen immer ein bisschen Müll mit, ne, bring das schon mal zu. Ja. Wenn der sowieso rausgeht, hin und gerade Müll mit. So die alten Ostersüßigkeiten noch oder sowas, die schon so halb angeknabbert sind. Glaubst du, dass bei mir irgendwas übrig bleibt? Ja. Und dann auch noch, ja, ich gehe vorher mit meiner Frau schön einkaufen am Süßigkeitenregal vorbei, wo ich immer tunlichst vermeide, durchzulaufen, weil ich bin da sowieso schon fett. Das ist wie ein Babykehren mit einer Frau. So, und dann lade ich den Wagen voll mit dem Zeug. Und für was? Nicht, dass ich mich selbst mal damit verwöhne, irgendwelche Fratzen an. Hau ab, sonst. Hau ab, wir haben hier nicht fucking Amerika! Unglaublich, ja. Naja, wir wollten ja erstmal das Intro. Guck mal, Swipe, es geht erstmal zum Intro, ne? Ja. Mach mal hin. Ja. Ja, hier ist Shoki Banoki. Reaction, schonungslos! Schonungslos, genau. Bam und so, Julian Bam, wir gucken uns heute Julian Bam an und Julian Bam hat Halloween in asozial gedreht und ich bin echt mal gespannt, was uns da erwartet. 10 Minuten dauert es. Ach du dickes, ja. Genau, dann geht's jetzt los. Natürlich, Kürbis muss ja sein. Muss ja überall mit dabei sein. Ich bin eine Kassette von Kamin. Hast du einen Kamin? Ich hab einen. Tief unten in einem schaurigen Kellerlabor wagt ein junger Arzt den unheilvollen Versuch, sich einen Namen in der Deutschrap-Szene zu machen. Dabei scheut er weder Mühe noch Patte, um seinen Traum in die Reality steppen zu lassen. Dr. Frankenstein, ein echter Gangster. Fenster. Verdammt. Na, alle recht. Ich kann nicht rappen. Aber du wirst sie alle in Grund und Boden rappen. Wer ist da? Ach so, jetzt verstehe ich überhaupt nicht das Konzept. Die machen jetzt irgendwelche Horror Filme nach und rappt er und macht er Musik und so und so. Ja, kann ja so. Ganz lustig. Jetzt kommt Frankenstein. Frankenstein? Frankenstein. Klingeln sie schon, die Ortsbäger. Ja? Süßes oder saures? Nein! Victor, vor allem ist es ja auch so, ne? Die sagen ja immer Süßes oder saures. Die können sich auch mal was Neues ausdenken oder irgendwie mal ein Gedicht aufsagen oder so. Ehrlich. Kennst du ein Halloween-Gedicht? Ich sage immer, frag doch einmal nach Süßem, dann gibt's Saures. Das kannst du glauben. Ein Mann, wie es jeder andere ist. Und selbst das goldigste Kinderlachen erregt bei ihm nichts weiter als Verachtung und Gräuel. Endlich ist es soweit. Meister! Ey, was los? Nee, Energie! Ja, Meister! Hol mir dich mal auf die Welt, mein Sohn. Frankenstein! Aber Dr. Frankenstein! Soll ich lieber Frankensteins Monster heißen, so wie den alten Filmen? So hörst du dich an, verpiss dich! Heilung! Ja, Meister! Maximaler Bass! Ja, jetzt kommt eine Anzeige. Ja, also es muss sagen, es hätte lecker werden können. Geht ja relativ. Schneide ich los, oder? Gib ihm eine Chance. Also es ist ja so, aber man muss ja schon. Also das geht. Es läuft jetzt schon über eine Minute. Und passiert nicht so richtig was, oder? Ich mag jetzt Julian. Ich auch. Ja, ich mag den total gern. Hammer. Ja, das ist für mich mein großes Vorbild. Großes Vorbild. Ja. Für mich ein Ziehsohn, den könnte ich mal unter den Arm packen. Komm, mein Kleiner, komm. Ja, nee, der ist schon gut. Der kann ja tanzen und so. Ja, alles. Kann das beweglich. Guck mal, wer für euch? Helene Fischer und wie hieß der andere noch? Dicky Dicky, Slim Shady zusammen verkörpern kann in einem Video. Also. Parallel gleichzeitig. Der hat schon was. Das ist der Hammer. Also Julian Bam, Elvis und Sammy Davis Jr., die drei.
Könnten sich bei ihm eine Scheibe abschneiden oder was? Nee, die sind, das ist so das Level, würde ich sagen. Ja, 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 ja. Also dann, also du musst jetzt Julian Bam, wenn er jetzt noch stirbt, dann ist er natürlich der absolute Brecher. Hm, aber ich will es ihm nicht, ich wünsche es ihm nicht, um Gottes Willen will ich es gar nicht sagen. Ne? Ist ja noch keine 27. Nee, noch nicht, gell. Aber Julian, der Elvis ist ja auch nicht mit 27 gestorben. Das waren Janis Joplin, Kurt Cobain, Jimi Hendrix, so der Walter Wallraff, der Darsteller, James Dean, kann man so sagen. Der Walter Wallraff, genau. wir haben uns doch vorgenommen, heute nur positiv über Julian Bam zu reden. Ja, ja. Er ist super. Walter Wallraff ist ja auch positiv eigentlich. Ja, hör mal. Absoluter Fan von. Ja, das ist dein Vorbild. Und Walter Wallraff und Norbert Nullraff sind halt nah beieinander. Ja? Ja, also wir wollen wieder ins Video reingehen eigentlich. Ne? Werbung ist lange vorbei und los geht's. Es lebt! Meister, es macht seinen Mund auf! Ich glaube, es will uns was sagen! Check mein Drip, Herzput zum Hals drin, Kopf so dick wie der Arsch deiner alten Wagen. Wo die dem den Schnurrbart hingeklebt haben, der ist doch unterhalb der Nase und nicht oben drüber, oder sehe ich das falsch? Von wem? Über der Nase? Wieso klebt der Schnurrbart über der Nase? Wie bescheuert ist das denn? Ey, das ist eine Popelbremse, die geht da unten drunter. Warte mal. Stimmt das oder ist das nur so ein... Nee, da ist jetzt der Bart am Kinn. Ja. Das steht, klebt jedes Mal woanders. Ah, okay. Das ist der Gag. So ein Running Gag. Ja, ja, okay. Ja, klebt okay. Jedes Mal ja, woanders. Gut, dann will ich nicht... Ja. Das ist schon schön, dass wir mit dem Hut für den Bass erzeugen. Es lebt! Ja. Meister, es macht seinen Mund auf! Ich glaube, es will uns was sagen! Check mein Drip, Herzput zum Hals drin, Kopf so dick wie der Arsch deiner Alten. Wagen geleast, doch ich werd ihn behalten. Bomberjacke, weil die Parts eiskalt sind. Frankenstein, straight out the Keller. 2 Meter groß, 2 Meter Ständer. Beste der Beste, ich bin 100 deutsche Rapper und Baller bei Macabella. Der Monster von du Halloween Penner und eure Tattoos verlieren über die Jahre an Farbe. Meine Narben gehen tiefer und schreiben lange Romane. Ihr kommt aus dem Ghetto, ich lag unterm Ghetto 50 Jahre Name. Bestseller in jeder Sprache. Wer ist tot als tot? Wer hat den Monster Flow? Wer ist grün und voll groß? Bin der King of Rap, doch das wollte ich gar nicht sein. Ich wär gern Friseur. Ich glaub, das wär mega krass. Bin es seit heute da, aber ich träum davon. Jede Nacht schneiden, föhnen, Dauerwellen ist das, was ich mag. Aber diese Hände sind dafür leider nicht gemacht. Komm ins Labor! Wir müssen reden! Was los, Vater, hab ich dich nicht gut vertreten? Ich will doch rasieren, aber lieber als Friseur. Ich hab dich gebaut, ich kann nicht auf die Plätze schlagen. Ja gut, es ist Zeit, in der Booth zu stehen, Ehre und Ruhm zu nehmen, während die anderen Rapper doch zur Schule gehen und heimlich vielleicht ein paar Frisuren zu mähen. Frankenstein! Okay, ich schlage rein und baller Lines. Du knallst hinein in Zack und deine Mama weint. Doch kann nicht sein, dass Frankenstein das irgendwie juckt, man. Guck mal, immer schrecken, wenn ich wahre OG. Deutscher Hulk, das wird sogar dein... Schon, der hat schon ganz schön, ne? Ganz schönes Speed, ne? Ja, und vor allen Dingen auch lange Atem. Guck mal hier, wie lange der jetzt schon am Stück da rum... Rumrappt. Ja. Dann ist ein Rumrapper. Wir rappen, wie die tippen. Der Omi und alle Kids auch, dann hab eigenes Emoji. Nummer 1, doch eigentlich bin ich scheiße lonely. Ich wär gern Friseur. Stopp! So du willst wirklich Friseur werden? Ja. Ja. Benz. Ja. 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 Ist das so ein Geländeding oder was? Ja. Und G heißt Gelände. Anzunehmen. Oder Genital. Gelaber. Weitermachen. Stell den Monster. Okay, ach so, guck mal. Wie viel hat er denn schon? Ah, der hat schon mehrere Monster gemacht. Pass auf. Und Rapper wollte keiner werden. Gärtner, Friseur und Balletttänzer waren einige dabei. Die meisten wollten Friseur werden. Ja, aber guck dir mal seine Frisur an. Ja klar, wenn du den siehst, denkst du, oh nee, ich werd besser Friseur. Ja. Ja. Das ist ungefähr so, wie wenn... wenn jemand ohne Beine auf die Welt kommt, sagt er, ich möchte gerne Arzt werden. Oder Rollstuhlfahrer möchte ich gerne werden. Rollstuhlhersteller. Ja, ja. Und optimiere die Rollstühle. Also, wir hatten mal einen Hund ohne Beine. Weißt du, was ich mit dem gemacht habe? Hm? Um die Häuser gezogen. Okay, nächster Versuch. Das war nix. Wer war das? Nur unweit dieser Geschehnisse. Wer war das? Wer war das? Nur unweit dieser Geschehnisse. Zurück. Okay, nächster Versuch. Stopp. Wer ist denn das? Wenn jemand wissen sollte, wer das ist, wer das darstellen soll, der schreibt doch mal in die Kommentare, wer das jetzt
ist. Hä? Gibt doch ein Buch. Hast du nicht wieder irgendein Buch, was man verlosen kann? Hier, Zahnpiraten oder irgend sowas? Zahnpiraten, ne. Hier, guck mal, nehmen wir einen Stinkefinger. Genau, Spaß doch hier. Nehmen wir so ein Stinkefinger. Einhornbuch. Ja. Ja, das nehmen wir, genau. Hier, so ein Stinkefinger-Einhornbuch wird verlost. Richtig, genau. Ja, deswegen hier das T-Shirt, das kleine. Stinkefinger-Einhornbuch wird verlost, wenn jemand. Der Erste, der es da unten in die Kommentare reinschreibt, der kriegt hier so ein Stinkefinger-Einhornbuch. Das kleine. So. Aber jetzt geht's erstmal weiter. Das war eh nix. Nee. Nun weit dieser Geschehen. Also wie fandst du jetzt Frankenstein? Ja, ist ganz witzig gemacht so eigentlich. Also kann ich jetzt nicht drüber meckern. Gott, ja, meckern. Ja, nee. Der kann ja schon was. Kann er schon was, aber es war jetzt so. Oh. Ja. Von der Story sehr, sehr sparsam. Hm. Da fand ich diese Märchen doch schon ganz gut. Ja. Egal, also es geht los, es geht weiter. Drei versuchen drei Bastarde kleine Bastarde zu checken, weshalb ihr Halloween-Loot so crappy ist. Fuck, Mann, ey, was haben wir denn jetzt? Ich hab Opfer! Ich hab Stein! Tipps auf Stein! Ey, das ist die Opfer aus der Parklasse! Sieh mal einer an! Ein rosa Lappen, eine fette Hexe? Und was bist du? Ich bin eine Leiche, guckst du! Nein, Mann, da war noch so ein Junge! Ein geiles Kostüm! Ja. Hab ich gar nicht gerafft bis jetzt. Ja. Leichenkostüm. Habt ihr keine Schoki bekommen? Voila, jetzt weiß ich, wie wir Süßes machen. Korrekt, Kauknete. Ey, lass mal dein Fahrrad nehmen. Nein, auf den sehen wir auch so kleine Bitches, Mann. Ja. Ah, jetzt kommt wieder Werbung. Also, es ist so, die drei Bastarde von Aachen hatten, wie man sagen, war vielversprechend. Mhm. Und die Leiche war gut. Ja. Aber mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Ich bin gespannt. Bist du guter Hoffnung, dass es... Ich bin frohen Mutes. Du bist ja gut in der Hoffnung. Ja, jetzt geht's weiter mit Dingens. Wie geht's weiter mit... Wie heißt der? Horst. Der Pferd Julian. Heißt Horst. Der Pferd. Das ist von... wie heißt das? Kiss Bing, Bang Bang oder irgendwas. Bing Bang Bong oder... Big Bang Boom, oder? Bing Bang... Du bringst mich total durcheinander. Bang Boom Bang heißt das. Ja, genau. Ja. Der Pferd heißt Horst. Der Pferd. Yo, süßes Sodasaurus, du abgefuckter Clown. Gib mal gescheite Snacks her, oder müssen wir die klauen? Heide, sei mal Ehrenmann, weg mit diesem gesunden Dreck. Wir wissen, wo dein Haus wohnt. Mach mal Yalla, bevor Messer steckt. Jetzt hol die teure Schoki aus dem Schrank auf deinen Nacken. Sonst tun wir dein Haus in verschissenes Klopapier entpacken. Gib mal noch Cola, Kracher und Beefy Roll, die killen wir später. Für Gyros, Tzatziki, Feta, noch paar Mentos, die Fresh Maker. Wir kriegen nie genug, wir werden niemals satt. Sind die Könige der Nacht in dieser Stadt. Komm auch bei dir vorbei mit unserem Wagen. Sweeten Airpods oder den Filterfernseher, denn wir haben schon genug Süßstoff. Weiß, ob McDonalds klar, scheiß drauf, wollen alles haben. Oder gib uns jetzt die Keys von deinem Haus und all dein Kram. Meier sind geladen, die Böller bereit. Hör mal, du greifst, beschießen scharf vor die Böller vor live. Ey, hab nicht die Zeit, die Nacht ist bald schon vorbei. Tipps auf Wachen, mein Digga, wir sind zu dritt und du nur allein. Wir kriegen nie genug, wir werden niemals satt. Ja, mit den E-Scootern sind die unterwegs, ne? Diese Leihroller da. Ja. Nee, die sind ja bestimmt gekauft, ne? Meinst du? Die sind auch geliehen. Wo sind die geliehen? Kosten irgendwie 50 Cent und dann haben die für eine Stunde haben die gedreht damit. Ja, ja. Ja, richtig billiger Dreh. Nee, das war schon. War schon richtig aufwendig. Ja, ja. Als Leiche. König. Darfst du eigentlich als Leiche und als hier als Hexe und als was weiß ich was, darfst du damit auf der Straße fahren? Bei ihm bin ich mir nicht ganz sicher, ob Hexe oder Nashorn, weil ich habe noch nie eine Hexe gesehen, bei der die Nase so hoch steht. Stimmt. Aber darfst du mit denen auf der Straße fahren, mit den E-Scootern? Vielleicht hat er sich auch eine Viagra durch die Nase. Nee, du musst ja, glaube ich, auch auf der Straße fahren, oder? Das ist ja wie ein Fahrrad. Das Bürgersteig ist, glaube ich, sogar verboten. Kann wie ist denn das? Wer es weiß, schreibt es mal in die Kommentare, der kriegt die. Die Güte Nacht in dieser Stadt. Komm mal bei dir vorbei mit unserem Wagen. Es ist alles aus, wollen wir es haben. Süßes oder saures, wir sehen dann fetten Wagen stehen. Na klasse, AMG. Wir
Wir würden auch noch die frische Tasche und Klunker nehmen. Wir kommen mal kurz rein, also hör mal auf, hier im Weg rumzustehen. Geil, Hot Wings mit Hot Wings mit Hot Wings zum Abendbrot. Sorry, Toilette im Arsch, ich war grad groß. Eure Tochter sieht voll nicht nice aus, doch wir nehmen sie mal mit. Ey, voila. Also, wenn die Belgier bei mir auch noch auf Scheißhaus gehen wollten, dann... Ne. Dann können sie Glück haben, wenn ich nicht vorher war. Das so sieht's aus, ja. Allerdings. Ist drauf, man nimmt, was man kriegt. Oh, jetzt geht's in die nächste. Au. Michael Myers. Michael Myers. Lizenztechnisch unbedenklich. Lizenztechnisch unbedenklich. Was meint er damit? Hm, wie heißt er denn wirklich? Mike. Mike Myers. Michael Myers. Ah, Michael Myers? Hm? Ach, Michael? Ah, jetzt verstehe ich es erst. Danke. Nee, ich hab's nicht gerafft. Ich kenne das nicht so. Ich gucke keine Horrorfilme übrigens. Ne? Ich habe ja schon so ein paar Horrorbücher verfasst, aber die Filme gucke ich nicht. Guckst du nicht? Da hab ich Schiss. Ja, hätte ich auch genug von, wenn ich jeden Morgen im Spiegel mich das erste Mal erschrecken würde. Ja, da habe ich echt Schiss. Ich habe jetzt, glaube ich, 4 oder 5 Horrorbücher geschrieben, ja. So Romane, aber ich gucke mir die Filme nicht an. Natürlich nicht, weil ich mich... Ist das eine mit dem Hausmeister noch? Hausmeister Krause? Ja. Hausmeister Thomas D. Mit dem Hausmeister? War doch so ein Wohnblock, wo dann der Hausmeister den einen zerstückelt hat. Weißt du nicht mehr, wie deine eigenen Bücher gehen? Mit dem Wohnblock. Ja, das ist Complex West. Ja, richtig. Alter, ich weiß doch nicht, dass du über meine Bücher sprichst. Das war ja kein Horror, sondern das war ein Thriller. Ein Thriller. Unterschied. Ach, deswegen hat er eine Thriller-Pfeife da umgehabt. Mhm. Okay, jetzt auf. Michael Myers. Boy! Krass, Michael Myers. Ey, lass mal Selfie machen. Nee, ich bin live Rino. YOLO. Boy! Aus mit euch! Boah, krasse Banane! Was ist los hier? Katastrophe! Raus hier! Chill mal! Lass mal erstmal Selfie machen! Okay, ihr kriegt ein Selfie, doch dann werdet ihr gekillt. Ja, Halloween, Original, Hollywood, Filmstar. Dein Halloween-Kostüm, übertrieben cringe, Mann. Chillt mal, ihr übertrieben hässlichen Kinder. Jeder kennt, ich bin Legende wie das Momomin. Wenn mal was für Halloween, ohne Rebecca Wien. Seh ich euch, bin ich froh, dass ich ab 16 bin. Hauptrolle in euren Albtraumen wegen meinen Film. Wie viel hat dein Outfit gekostet? Dein Leben, alle schreien und kreischen, wenn sie Michael sehen. Muss eingestehen, ihr müsst leider gehen. Keine 10 Sekunden, bis ihr mein Knife verlebt. Hussein? Wo, kein Plan? Zu dem Bambo der Motor. Jungs! Ein furchteinflößendes Heulen dringt durch die düstere Nacht und erstreckt sich über Meilen hinweg, bis es plötzlich in der Dunkelheit verstummt und eine wilde Bestie ins Rampenlicht tritt. Getrieben von unermesslichem Drang und dem Durst nach Beute, streift sie durch die Streets und Fieldways. Also, na gut, ganz kurz zu dem Michael Myers. Die Sounds finde ich immer ganz cool. Ja. Der Text ging mir jetzt zu schnell. Ja, und die schauspielerische Darstellung von der Michael Myers Darsteller, die war jetzt auch... Die war eher überschaubar. Ey, stopp, bitte, stopp. Halt! Das hat er schon mal angehabt. Erinnerst du dich noch? Ja, bald. Das ist so ein Dreckstag, ey. Märchen. Sieben Geißler und der Wille Wolf, ja, wie es heißt. Ja. Er trägt seine Kostüme. Muss zu Fuß noch gehen. Ich meine, eine Party kann ich jetzt auch knicken. Was ist das jetzt? Werwolf oder was? Ein Werwolf! Nein, nicht mein Kostüm, komplett am Arsch. Schau dir noch den Vollmond an. So, jetzt sind wir wieder bei einer Werbung angekommen. Einer meiner Lieblingshorrorfilme früher, so American Werewolf. Ach, das war jetzt eine Anlehnung an das, ja, Ding. Ich hab's nicht geguckt, weil ich gucke ja keine Horrorfilme, wie gesagt. Du schreibst nur Bücher, ich weiß. Ja, es ist leider so. Ja.
Ich hab mal so ein Horror-Ding für so einen Freizeitpark geschrieben, ne? Okay. Und dann haben die so ein Labyrinth daraus gemacht, dann im Jahr, Folgejahr, ne? Okay. Und dann haben sie dann die ganzen Szenen aus dem Buch haben sie dann in diesem Labyrinth, das war so ein Indoor-Labyrinth, haben sie dann dort verarbeitet. Okay. Und das waren wirklich total die Szenen, die dann halt in dem Buch vorgekommen sind und sowas. Und das war eigentlich total cool. Für mich so. Und dann hieß es irgendwie ganz am Schluss, am Abend, irgendwie so um 19, 20 Uhr, keine Ahnung, hat das Ding dann zugemacht, haben sie gesagt, jetzt kommt doch mal der Autor! Ja, oh, dann musste ich da durch. Ich habe voll Schiss gehabt. Aber das Geile ist, ich habe mich am meisten erschreckt von meinem eigenen Spiegelbild. Ja, sag ich doch. Die sind dann so durch so Gitter, haben die so durchgefasst. Da waren so Erschrecker drin, ne? In diesem Labyrinth, das meine ich ja. Da waren so Erschrecker drin und haben die so durch so ein Gitter durchgefasst und haben die so an die Schulter gepackt. So, leck mich am Arsch, lass mich in Ruhe, ey. Deswegen habe ich immer ein Stuhlbein dabei, wenn ich in eine Geisterbahn reingehe, weil die Erschrecker, die erschrecke ich meistens. Ein Stuhlbein? Nimm doch einfach ein, hier, ich kann auch eine Rolle Euro-Stücke in die Hand nehmen, das geht genau. Eine Rolle Euro-Stücke? Ja, nimmst du sie schön in die Hand, dann wiegt deine Faust gleich fast das Doppelte. Meinst du, das machen die? Nee, ich mach das. Also, wieso? Aber müssen Euro sein? Aber reicht auch 50 Cent? Kann auch 50 Cent. 50 Cent ist ein bisschen größer, 2 oder? 2 Euro ist natürlich noch besser. Hm. Ja. Man muss erstmal so eine Faust haben. Hab ich. Hast du. So, jetzt geht's weiter mit, was war das? Julian Bam. War das irgendein Thema? Das war ein guter Pick. Das war hier. Ich verteile jetzt ein paar Beulen, denn ich bin jetzt Mara in deiner Stadt. Also mach doch schon mal nackig meine Mäuschen. Just Gamer, hab die Beast Edition Jordans, geile neue Tritter. Endlich Haare an meinem Sack, doch das zeig ich euch später. Übergroß, mein Schwanz ist locker 50 cm. Zähnemesser scharf, ja, der Gejacke wird zum Jäger. Keine Angst, ich esse nur Tryers, bist nicht Beuteschema. Meine Stimme tiefer als Ausschnitt von Katja Mega. Mein Shisha to go, achtfach bin zerknattert extremer. Man kennt jeder diesen Neuen, ich verteil jetzt ein paar Beulen. Also mach doch schon mal nackig meine Mäuschen. Mein Körper voller Schmuck, trage alles außer Silber. Jeder kleine Pisser weiß, was krasser wäre, was Killer. Ich bin Bulletproof, also versuch's, pull einen Trigger. Komm mit Hohe, klar, dass jeder 100 will zu zittern. Lady schicken Nacktbilder mit Wolfs und Ohren filtern. Meine Fanboys sind Chicks und deine nur kleine Kinder. Cruise ohne Lappen, Goldrad, Kappen, 12 Zylinder. Der Benz heute auf, ich komme um die Kurve ohne Blinker. Das ist auch kein Werwolf geworden, das ist wunderschöner Start. Wir machen hier aber die Kamera aus. Ey, alles, wir kümmern uns selber drum. Das ist mein Kumpel in Ruhe. Ruhig, ihn kalt. Nein, nein, nein. Ich hab gerade gegessen, kann ich laufen. Nee, also ich bin zu alt. Alles gut. Er ist weg. Wir kriegen nie genug, wir werden niemals satt. Ja, das war die Könige der Nacht in dieser Stadt. Es war wie immer relativ erfrischend. Ja, es war, kann man gucken. Ja. Julian Bam kann man schon gucken, muss man schon sagen. Ja. Gut gemacht. Also es ist, ja, das ist jetzt... Bisschen Low Budget, aber... Ein bisschen zum Vergleich zum Märchen Asozial ist es natürlich ein bisschen Low Budget gewesen, aber es war natürlich nur einmal, ne? Halloween ist ja nur einmal. Da müssen sie schnell mal was rausreißen und dann, dann muss halt das Video da sein, ne? Die wollen, müssen ja produzieren. Da geht's rund um die Uhr, das ist wie hier. Also jetzt habe ich hier, pass auf, jetzt habe ich Folgendes gemacht. Ich habe so Swipe gemacht, aber ich wollte den Swipe machen. Swipe. Ah, voll gut, ne? Hast dich verswiped. Ja. Machen wir Conclusion hier. Conclusion? Ich würde sagen, Prädikat einigermaßen wertvoll. Ja, war schon ganz gut. Also, man kann bei Julian Bam nie meckern eigentlich. Nee. So richtig was zu meckern ist nicht. Ein SL, ne? Selbstläufer. Also, ja, wie bei dem Auto. Ja, ja, der läuft auch. SLK. Selbstläufer. Konrad. Karl-Heinz. Was auch immer. Nee, der war jetzt ja SLKH. Ja, ich richtig, ja, genau. Nee, SLK nur. Ja, ja. Das war Shoki Banoki Reaction mit Julian Bam. Jetzt vergesst nicht das Outro. Ja, ja, nee, das Outro machen wir auf jeden Fall. Und Swipe. Ja, und? Wie sagst du? Was denn? Ah ja, Julian Bam.
Ja, nervt schon ein bisschen, oder? Naja, nervt, aber ist halt, also er macht es halt schon gut. Ja. Ach, der nervt auch, oder? Ja, war stets bemüht. Für seine Verhältnisse. Im Video müssen wir sagen, dass wir den gut finden, weil die ganzen Fans von Julian Bam dabei sind, aber ja, eigentlich nervt er. Nee, der nervt nicht. Doch. Ja, gut.